Hallo miteinander zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Nachdem wir die letzte Folge ein bisschen überzogen haben, machen wir die heutige Folge ein bisschen kürzer. Wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, ich will euch nicht mit Content überfüllen, übermüllen oder wie auch immer. Die gestrige Folge war 18,5 Minuten lang gewesen, darum wird jetzt die heutige Folge nicht allzu viel kürzer, aber es ist einfach so 13,5-14 Minuten, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Ich meine, es müssen ja auch nicht immer 15 Minuten Folgen sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Können Sie auch mal in den Kommentaren hineinschreiben. Ist es schlimm, wenn es lange Folgen gibt? Ende nur 15 Minuten Plan, um mehr beim Plaffern zu schauen. Aber das spielt zwar nicht so eine Rolle. Schreiben Sie doch in den Kommentaren rein. Würde mich wundern, wie stark ich da euch belasten, wenn ihr zu lange Folgen mache. Ja, schaut eigentlich das zweite Häuschen von unserem Minidorf. Dann tun wir doch da mal das da wieder ernten. Wenn wir schon da sind. Dann können wir auch wieder die Tiere züchten gehen. Das kann ich schon. Die Kühe haben wir ja noch genug. Warum haben wir dann auch kein Fleisch? Andere Verwendung für die Kühe eigentlich nicht. Auf dem Server haben sie in letzter Zeit ein bisschen angefangen mit Tränk rumzubasteln. Und die haben dann eigentlich überlegt, ja, kann ich denn eigentlich auch mal angehen? Und ich stelle da fest, dass wir da wieder sehr, sehr viel einsammeln und da ist schon wieder ein Block sich aufgelöst hat. Das ist angeblich das Problem von den Feldern, die eben 5 Blöcke vom Wasser weg sind, weil das Wasser kommt zwar 5 Blöcke weit, aber gerade beim 5. Block muss man aufpassen, dass immer wieder abgepflanzt wird. Und wir sehen es da tatsächlich überall schon, wie das da sich auflöst. Spitzhacke... Nein, ich habe glaube keine Hacke dabei, nur eine Spitzhacke. Schade! Verschenken wir halt das mal einige Felder an Weizen, weil ich mag jetzt nicht extra weg den ein paar Felder wieder reingehen holen. Vielleicht auch da können wir dann irgendwann mal das Ganze ein bisschen optimieren, indem man vielleicht da irgendwo eine Truhe her tut, wo dann eben immer gerade schon ein Hacki drin ist. Und dann vielleicht auch gerade dort Samen und Weizen halt abgelagert wird. Und erst wenn die Truhe voll ist, wieder etwas unternimmt dagegen. Aber das sehen wir alles noch, ebenfalls eben das mit den Tränken. Ich werde es mir vielleicht mal anschauen, ich werde mir vielleicht mal ein bisschen schlau machen, was man dort alles machen kann. Wo uns dann eben auch etwas nützt. Also ich werde natürlich nicht irgendwie jetzt Trank von weiß ich nicht was brauchen, wo es gar nicht bringt. Aber zum Beispiel ein Trank, wo uns irgendwie schneller abbauen lässt. Wo man dann irgendwie kann... ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt? Oder Verzauberungen gibt es ja von der... von der Sache, ich weiß gar nicht, dann gibt es auch Tränke, wo man irgendwie schneller ist. Oder ist das nur aufs Werkzeug? Ich werde es mal anschauen. Weil wenn wir nicht natürlich ein bisschen Zeit sparen können, wäre es natürlich super. Jetzt könnte man dann eigentlich da auch das so machen. Die Eichensetzlinge brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen Lego. Tierli vermehren. Das können wir einfach außerhalb machen, dann müssen wir nicht extra rein und überall schon wieder die Wolle nachgewachsen. Das ist unglaublich. Bei den Grünen möchte ich eher nicht, dass sie sich vermehren. Die Grünen haben eigentlich genug momentan. Sowieso mal noch mehr Farben herstellen, wenn wir dann jetzt habe ich wieder zwei Grüne genommen. Ja, da haben wir auch noch so. Und dann wird es schon wieder dunkel, schon wieder Zeit zum Reingehen. Ein Mut und Mäht in meinem Garten. So, gehen wir da her. Weizen. Kann ich auf 1 Stack tun, jawohl, lange gerade. Dann dachte ich, die Blumen, die machen wir jetzt einfach mal schnell zu Rosenrot. Dann können wir sie auch da in die Kiste reinpacken. So.
nicht weiter kompliziert tun. Ja, ich muss dringend wieder mal aufräumen. Ich weiß nicht recht, ob ich das offscreen machen soll oder euch da damit wirklich langweilen soll. Dann muss ich zuerst ein gutes Gesprächsthema finden, während ich das hier aufräumen. Jetzt haben wir aber wieder schlafen gehen. Und das machen wir jetzt auch. Ja, ja. Und es ist wieder Morgen. Und mittlerweile sollte eigentlich auch unser Glas eigentlich alles fertig sein. Ja, dort ein Glas, ein Sandblock noch drin. Sand müsste ich auch wieder holen gehen. Wenn wir gerade beim Thema sind. Und dann machen wir da aus dem Glasblock ganz auf ein Glas schieben. So. Türen könnte man eigentlich auch noch machen, schnell. Zwei Stück. So, zwei Türen. Und dann gehen wir da raus. Und gehen zu unseren zwei neu geschaffenen Häuschen. Mit dem Dach muss ich mir auch überlegen. Ich werde sehr wahrscheinlich wirklich auch schöne Dächer. Darauf mal ja, und schon eine Scheibe schon verschenkt. Türen einsetzen. Und da überall Glasscheiben rein machen, damit es da auch aussieht wie ein Haus. So, einmal, zweimal. Ja. Fensterläden aus Stämmen finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Braucht es eigentlich meiner Meinung nach nicht. So, eine weitere Scheibe. So. Da hinten auch noch eine Scheibe drin. Dann kommt da meine zweite Tür, die ich gemacht habe. Rein. Die Scheibe habe ich jetzt auch mehr als genug gemacht. So. Seht doch, das sieht schon schön aus da. Wir haben jetzt so zwei so Häuschen gemacht. Einmal geht es da rein, einmal geht es da rein. Klar ist jetzt alles aus dem gleichen Holz. Könnt eigentlich noch ein, zwei Häuschen dann aus Tropenholz machen oder das Dach aus Tropenholz. Damit es einfach einen farblichen Kontrast gibt. Tropenholz haben wir da hinten im Dschungel. Jetzt mehr als genug. So, einfach mal. Mit dem Zuckerrohr abernten. Und auch schon wieder schön gewachsen. Da muss ich mir sowieso auch mal noch etwas anderes überlegen mit dem Zuckerrohr. Eigentlich mehr oder weniger einfach temporär da. Jetzt da noch irgendwo unter Wasser. Ja, da vorne hat es noch. Da kommen wir wieder auf. Das ist einfach mal temporär so. Zuckerrohrplantage können wir einfach auch noch machen. Dann steht so meine Herdöpfel. Ja, genau, ein Glasblock hier oben her machen. Ist ganz schlau gewesen. No, ist auch wieder gewachsen. Okay, aus einem Herdöpfel machen wir zwei. Und das ist eigentlich mehr die Versuchsbasis. Das können wir nachher auch wieder schliessen. Bevor wir den Herdöpfel richtig anpflanzen können. Da gehen wir wieder da rein. Und dann gehen wir jetzt wieder mal da runter, gehen Wolle holen für das zweite Häuschen. Wir haben gesagt, wir nehmen schwarze Wolle für das zweite Häuschen. Dann werden wir dort noch den Teppich einlegen. Das schaffen wir auch noch locker in dieser Folge. Wenn ich die Folge ein bisschen kürzer mache. Und Schäfchen können wir eigentlich schon wieder scheren. Dann haben wir jetzt die Häuschen bauen. Und es ist ein bisschen monoton, wenn ich immer so viel gehe und das Gleiche mache. Aber daher jetzt so da, dass es eigentlich doch ein grosses Projekt ist mit den Dörfli. Sieht eigentlich noch ganz edel aus mit der schwarzen Wolle am Boden. Wir haben auch schon Boden gemacht aus Eisenblöcken kombiniert mit anderen Blöcken. Das ist natürlich nur im Kreativmodus. Sieht auch ganz lässig aus, aber wenn man ja da ohne Kreativmodus im normalen Überlebensmodus spielt, ist meiner Meinung nach Wolle das dankbarste Medium zum Teppich machen. Es tönt relativ richtig beim Laufen, es sieht gut aus. Wenn man da rein schaut, sieht wirklich aus wie ein Teppich. Und durch die Tatsache, dass die Schäfchen so viel Wolle
spawnend eigentlich. Habe ich noch eine Schere? Ja, ich habe noch eine Schere. Muss ich da wieder irgendwie reinkommen, ohne dass wir rauskommen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wir treffen jedes Mal das falsche Türli. Und ist jetzt gerade wieder ein Schäfchen außerhalb. Ja, tatsächlich. Es ist schon wieder eins außerhalb. Die Zünde, die funktionieren einfach nicht mehr recht. Es hat noch kaum ein grünes, kleines Schäfchen, das ist gut. Ziel erfüllt. Ja, da ist Eis. Eis ist verkraftbar. Und ein riesiger Muller. Schere. Oh, in der Helle hat es auch noch recht wenig, glaube ich. Und jetzt ist das Bild wieder mal kurz geruckelt. Jetzt ist mittlerweile mein Upload fertig. Oh, und ich habe keinen Platz mehr im Inventar, um alles aufzunehmen. Ja, der Stock, den will man eigentlich nicht. Jetzt müsste aber noch etwas Wichtiges loswerden. Ja, ich muss sagen, das Glas weg. Die erste Kugel, glaube ich, alle aufsammeln. Ich glaube, das sind nur zwei. Ja, genau, und jetzt haue ich auch noch die Schärfe. Ich kann die falsche Maustaste drücken. Ich glaube, jetzt kann ich wieder alle Kugeln aufnehmen, die es hat. Nein, grau, ich kann die auch nicht aufnehmen momentan. Das ist noch geklappt. Die Glasblöcke. Ich brauche die E-Liter. Die habe ich eh mehr als genug. Jedes Mal verklicke ich mich dort. Jedes Mal mache ich den gleichen Fehler. Und dann geht es da bereits schon wieder runter. Geht die Bullen abladen. Wirklich eine Wollekiste. Ich glaube, das ist das nächste, was ich jetzt hier noch machen werde. Zeitlich gesehen packen wir das jetzt noch in die Folge rein. Wir machen uns eine Wollekiste. Und zwar nicht zuerst wie geplant, gerade beim Keg, sondern halt einfach oben im Haus. So eine kleine Wollentruhe sollte lange. Die Truhe, die packen wir gerade daher beim Eingangsbereich. Das ist wieder meine Wollentruhe. Und eigentlich hätte ich jetzt die Wolle noch schon vorher können einpacken können. Essen wir noch schnell was, in den Keller runtergehen. So. Und dann haben wir da Wolle, Wolle, Wolle. Ah, nicht für alle Wolle. Nein, ich habe nicht für alle Wolle im Inventarplatz. Also laufen wir so zweimal auf und runter. Zum Abschluss für die, von dieser Folge. Dann packen wir jetzt mal gelbe rein. Blaue, orange. So. Das wäre alles die Wolle, die wir hier haben. Dann aber die restliche Wolle holen. So, dann haben wir graue, weisse, noch, noch mehr grüne. So, das ist die eins. So, jetzt haben wir hier alles. Dann haben wir den Ziegel, ist hier drin momentan. Brauchen wir jetzt eh nicht. Glasscheiben brauchen wir jetzt gerade momentan auch keine weitere. Auch hier drin. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar wieder. Rennen nochmal da rauf. Packen da die Wolle da rein. Oder noch grüne, machen wir sie so. Und gehen dann nochmal schnell dazu den Schäfli. Gehen die Items auflesen, die wir da gehen lassen. Glasblöcke. Und dort noch ein bisschen weiter scheren zum Abschluss von der Folge. Wollekiste haben. Der Volk doch wieder so lang geworden, wie sonst eigentlich auch immer. Obwohl gesagt, man meint sich kürzer. Ja, eben, wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was zu der Länge von meiner Folge. Ob das schlimm ist, wenn sie ab und zu ein bisschen länger sind, oder ob das absolut in Ordnung ist. Ich freue mich auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, mit Blick da auf die Schäfli. Tschüss miteinander.